Das Leben und das traurige Ende von Elisabeth Bergner. Bergner wurde als Elisabeth Ettel in Trohobych, Österreich-Ungarn, als Sohn von Anna Rosa und Emil Ettel, einem Kaufmann, geboren. Sie wuchs in einem weltlichen jüdischen Elternhaus auf. Das Hebräisch, das sie in ihrer Kindheit hörte, wurde mit Yom Kippur und Pessach in Verbindung gebracht, und bei ihren Besuchen in Israel entschuldigte sie sich dafür, die Sprache nicht zu kennen. Mit 14 Jahren stand sie erstmals auf der Bühne, ein Jahr später trat sie in Innsbruck auf. In Wien tourte sie im Alter von 16 Jahren mit einer Shakespeare-Kompanie durch österreichische und deutsche Provinzen. Sie arbeitete als Künstlermodell und posierte für den Bildhauer Wilhelm Lehmbruck, der sich in sie verliebte. Sie zog schließlich nach München und später nach Berlin. Durch einen ihrer Freunde lernte sie den jungen Dichter Albert Ehrenstein kennen und erhielt durch Ehrenstein ihre erste Theaterarbeit in Innsbruck, mit der sie im Oktober 1915 ihr Bühnendebüt feierte, Xen, sein Puppenhaus. Ehrenstein, von Bergner Xaver genannt, verliebte sich in sie und schrieb mehrere Gedichte für sie. Obwohl sie ihm einmal ein Kind versprach, änderte Bergner später ihre Entscheidung und hielt oft Abstand zu ihm. Ihre Freundschaft blieb jedoch bestehen. 1916 übersiedelte sie nach Zürich und spielte Rollen wie Anchen in Max Halbers Jugend und Ophelia in Alexander Moses Hamlet im berühmten Stadttheater. Auch der berühmte albanische Bühnenschauspieler Alexander Mossi verliebte sich leidenschaftlich in sie, aber sie erwiderte es nicht. Im Anschluss an ihre Karriere ging sie nach Wien, wo sie eine Zeit lang als Modell der begabten, aber deprimierten expressionistischen Skulptur Wilhelm Lehmbruck arbeitete, die sich in sie verliebte, aber auf Ablehnung stieß. Lehmbruck nahm sich bald das Leben, was Bergner schockierte. Das Theaterpublikum war bezaubert von der Reihe hervorragender Leistungen Bergners, beginnend mit der ersten ihrer androgynen Hosenrollen als Rosalind in Wie es dir gefällt, die ihr viel Anerkennung verschaffte. Ihre weiteren bemerkenswerten Auftritte folgten als Elfie in Schloss Wetterstein, Cassandra in Sitrotschen Wimmen und Lulu in Erdgeist. Während der Erste Weltkrieg in vollem Gange war, lernte sie die Führer der Dada-Bewegung in Zürich kennen und kam auch in enge Verbindung mit anderen unmittelbar bevorstehenden Persönlichkeiten wie der jüdischen deutschen Dichterin und Dramatikerin Else Lasker-Schüler, dem deutschen Dramatiker Benjamin Wedekind und österreichisch-böhmischer Schriftsteller, Dramatiker und Dichter Franz Viktor Werfel. Nach ihrer Rückkehr nach Wien 1918 trat sie Deckzul bei. Im Jahr 1919, während der Ungarischen Revolution unter der Führung von Béla Kun, fungierte Bergner als Bote zwischen Kun und anderen Führern der Partei. Gleichzeitig setzte sie ihre Bühnenauftritte fort, darunter Arnold Zweigs Die Sendung Semmels und August Strindbergs Miss Jolie. 1920 holte sie der deutsche Theaterregisseur, Intendant und Schriftsteller Otto Falkenberg nach München. Nachdem sie 1921 für ihre Darstellung in Hugo von Hofmannsthals Der Schwierige von der Kritik gelobt wurde, gefolgt von einem Gastspiel in Berlin, zog es sie in die Hauptstadt des Landes. Ihre Auftritte in den Produktionen des renommierten Theaterregisseurs Max Reinhardt verschafften ihr in Berlin immense Popularität. Hinzu kam der Erfolg ihrer Rekordaufführungen von 566 aufeinanderfolgenden Aufführungen mit der Rolle der Rosalind in Wie es euch gefällt im Lessing-Theater unter Viktor Banowski. Nachdem sie sich auf der Bühne einen Namen gemacht hatte, bemühte sie sich um Filme, die 1924 in dem Film Der Evangeliemann des dänischen Filmregisseurs Holger Madsen debütierten. Im selben Jahr trat sie in dem Film Husbands Urlovers des ungarischen jüdischen Schriftstellers, Produzenten und Filmregisseurs Paul Csine auf, der den Beginn einer erfolgreichen professionellen Zusammenarbeit zwischen dem Duo sowie einer persönlichen Beziehung markierte, die schließlich in der Ehe gipfelte. Nach dem Aufstieg der Nazis in Deutschland emigrierte sie nach Wien und dann mit Csine nach London. Im Laufe der Jahrzehnte führte Csine bei einer Reihe ihrer Filme Regie, darunter The Fiddler of Florence, 1926, Miss Else, 1929, Dreaming Lips, 1932 und 1937, Catherine Secret, 1934, Escape in Inega,
1935, und Es Jolait, 1936? Von diesen blieb Miss Else ihr erfolgreichster Stummfilm, und Escape im E-Never feierte in New York und London große Erfolge und erhielt ihre Nominierung für den Academy Award als beste Schauspielerin. Der Film Es Jolait, in dem sie ihre Rolle der Rosalind aus dem gleichnamigen Stück wiederholte, blieb der erste Tonfilm, der nach einem Shakespeare-Stück, das in England gedreht wurde, adaptiert wurde. Ihr Film Catherine Secret wurde in Deutschland verboten, da die Nazis wütend waren über ihre Aktivitäten, zu denen sie viele renommierte Schauspieler ermutigte, Deutschland zu verlassen und ihnen dabei finanziell zu helfen. Die Nazis inszenierten während der Vorführung des Films in Berlin einen öffentlichen Aufstand, verboten alle ihre Filme und initiierten einen Kreuzzug gegen Künstler mit jüdischem Hintergrund. Ihr einziger Hollywood-Film, der 1941 von Edwin L. Marin inszenierte amerikanische Kriegsfilm Paris Killing, konnte nicht viel Erfolg haben. Sie setzte ihre Bühnenauftritte mit Stücken wie J.M. Barrymore David, 1936, Margaret Kennedys Escape im E-Never und John Webster's Seduces of Malfi, 1946, fort. Ihr letzter Bühnenauftritt war 1973 in István Györgyi's Kecskemét. 1954 kehrte sie kurz nach Deutschland zurück und trat auf Bühnen und in Filmen auf.